Hey meine Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sehe, ihr seid ziemlich angeschlagen. Hallo? Hallo? Hey, mein Stativ. Kippi, kippi. Ja, puh. Ich habe mein Gesicht gerade eingecremt. Wir haben 17 Uhr. Eigentlich lohnt sich das nicht zu schminken, wie ich finde. Aber für mich lohnt sich das immer. Denn das ist ja die Zeit, die ich mir dann nehme. Ich habe jetzt einiges heute gemacht. Ich möchte ein paar Dinge heute mit euch zusammen austesten, um zu gucken, wie meine, ja, wie es mir gefällt. Zum einen möchte ich von Smashbox den Fotofinish Primerizer testen. Das ist so eine kleine Pulle. Hallo. Guten Morgen, Fokus. Du schläfst ja auch noch. Letztes Mal hat es den James Charles scharf gestellt, aber mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das da rauskriegen soll. Ah, doch. Ich benutze jetzt mal so viel vom Geruch her. Es hat ein bisschen so die Konsistenz, finde ich, von. Wir wollen es jetzt nicht aussprechen. Vom Nivea Aftershave Balm. Aber riechen tut es irgendwie. Ich finde nicht mal gut. Aber anfühlen tut sich das total gut und richtige, schöne, reichhaltige Serumcreme, also so eine Cremegel, das fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Das habe ich gemerkt, nachdem ich so Pröbchen ausprobiert habe. Ich habe mir gerade mal Haare gezupft. Habt ihr das Problem auch, wenn ihr so 3, 4 Tage nicht zupft? Auf einmal, pfuh, und auf einmal, pfuh. Ich könnte schon fast. Hier habe ich so die kleinen Härchen nicht gemacht, aber so die größeren schwarzen auf einmal. Die sind dann auf einmal da, hier, dort, da. Da habe ich echt das Gefühl, ich werde so langsam zum Mann. Ja, irgendwie bin ich heute überhaupt gar keine gute Ansprechpartnerin. Muss ich sagen, ich bin so müde. Ich dachte, Vitamin C hilft und so, Vitamin C, nee, D10, glaube ich, war es. Sonnenlicht? Nix. Ich merke davon nichts, mich hat es einfach weggehauen. Genau, das war das eine, was ich probieren wollte. Und weil ich schon lange nicht mehr ist mir immer so ein Rätsel, warum so halb voll. Ja, wir werden trotzdem die Essence ausprobieren. Ihr seht, die ist fast leer. Oder halb voll, wie auch immer. Genau. Das Haarparfüm. Ich weiß es nicht, ob das ich so sinnvolle finde, nach After Eight zu riechen. Keine Ahnung. Ich frage mal meine Tochter, ob sie das benutzen möchte für ihre Haare. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht testen. Dann wollte ich diesen Stick austesten. Dann möchte ich. Für meine T-Zone nicht. Da möchte ich diesen Highlighter austesten. Es ist eine Schande, dass ich da reingegangen bin, falls er mir nicht gefällt. Aber ich glaube, er sieht gar nicht mal so übel aus. Und dann möchte ich das hier austesten. Und das damit hier abpudern. Dann möchte ich auf meinen Augen. Highlighter habe ich schon. Oder habe ich auch schon. Hier diesen Liquid Lipstick von Essence ausprobieren. Ich denke, dass der ganz, ganz gut zu meinen Nägeln passt. Ich finde den Nagellack so, so gut. Ich habe ein paar Nagellacks getauscht mit zwei Paletten. Mit der Christine. Christin, glaube ich, heißt sie. Oh, sorry. Ich blick's immer nicht, wie ich dich aussprechen soll. Kannst mir gerade eine Sprachmemo geben? Bei Insta. Und das da eventuell. Ja. Und als Palettchen. Oh, die ist ja so schön, ne? Die ist auch sehr, sehr schön. Die gefällt mir sehr, sehr gut von den Farben her. Schaut mal, also wenn ich ein Mädle wäre mit so einem 15, 16 und eben noch kein so richtig Geld verdiene oder überhaupt gar kein Geld verdiene, dann würde ich das schon nehmen. Aber ja, ich nehme diese Konturpalette noch dazu. Und benutze heute aber die von Too Faced.
Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Es soll ja eh ein Alltagslook sein, weil in 2 Stunden schminke ich mich eh wahrscheinlich ab. Wunderschön, muss ich sagen. Vielleicht benutze ich auch den Bronzer, der da drin ist. Wunderschöne, natürliche Palette. Natural Beauty. Und das ist wirklich so Natural Beauty. Ich denke, das war's jetzt erstmal. Vielleicht noch ein Lippi. Oh ja, der ist sehr, sehr schön. Das ist von Yves Rocher. Riecht so nach Yves Rocher. Schaut mal, das ist so ein Resi Peachy. Passt auch so ein bisschen zu meinen Nägeln. Ja, dann hätten wir es schon. Also heute ist der zweite Look sozusagen. Ich sehe euch gar nicht, ob ihr mich seht. Ob ich überhaupt filme. Deswegen sitze ich immer so schräg. Ja, dann kommen wir mal zum Primer. Habe ich ja schon drauf. Dann komme ich zur Foundation. Versuche die mal zu mischen. Und dann wird die platt gemacht. Und das mag ich auch nicht an Foundation. Ich bin da so ein bisschen. Meine Kinder verstehen sich wieder blendend. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Foundation nicht rauskommt. Meine Güte. Aber es ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Foundation. Ich habe sie schon lange nicht mehr benutzt. Kommt jetzt auf den Stapel, wo aufgebraucht werden soll, weil da eh nicht mehr so viel drin ist. Es ist eine leichte Textur mit einer mittleren Deckkraft, würde ich schon fast sagen. Denn ich habe ja einfach diese Rötungen. Vielleicht ist es ja auch die Hautkrankheit. Vielleicht sind es einfach nur mal geplatzte Äderchen, weil die roten Äderchen habe ich seitdem wir in Tunesien waren. Ich habe mich übelst verbrannt. Und ich glaube, sie sind da einfach rausgekommen. Und seht ihr meinen Nachbarn und seine Schwester? Abartig. Ich bin wieder in der Pubertät, Leute. Ich fühle mit meiner Tochter, die in der Frühpubertät ist, und denke so, bin ich auch so zickig, wenn ich so einen Pickel habe? Oder bin ich zickig und dann kommen die Pickel raus? Das kann ich euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall mal angenehm, wenn sie einen tollen Tag hat. Die bringen sich leicht um. Ah, ja. Concealer habe ich, glaube ich, keinen mehr. Ich gucke jetzt nochmal. So, ich habe mal mit Concealer angefangen. Schaut mal, als Concealer habe ich jetzt den hier genommen, weil ich den eh leer machen möchte. Und ich finde, es harmoniert sehr, sehr gut. Ich muss zur Foundation sagen, sie bildet so ein. Ja, was heißt, sie ist nicht mehr ganz so klebrig. Sie ist noch aktiv, sage ich mal, aber nicht ganz so. Und hat sich wunderschön auf die Haut gelegt. Also mit der Haut so verbunden. Und das sieht ganz nett aus. Dann haben wir dieses von Love, dieses interessante Teil hier. Das macht man auch auf. Und dann hat man so eine Bürste. Und dann kommt das Produkt da so rausgeschossen. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ist mir auch zu dunkel. Dann geh doch. Also, ich weiß es nicht. Mein Favorit wird das nicht. Kann ich euch gleich sagen, das geht auch weiter. Das möchte ich nicht mehr benutzen. Ich finde die Farbe für dunkle Haartypen echt interessant. Das ist so ein Anthrazit. Ich finde aber so blonde Mädle, das sieht einfach balkig aus und das sieht einfach zu graustichig aus. Ich bin nicht präzise genug. Vielleicht kann einfach jemand anderes damit was anfangen. Ja, das ist gar nichts für mich. Nö, wandert weiter so rum. Das Ganze möchte ich jetzt abpudern und zwar mit den Invisible, nee, Finish Powder in Neutralisiert von P2. Super interessant, dass es so grün ist. Ich weiß nicht, ob ich lieber einen Primer habe, der lieber grün ist.
wie dass ich ein Puder habe, das grün ist. Aber das sieht man jetzt nicht. Dann hol dir eine neue, Schatz. Ich hol dir gleich eine. So, ihr Lieben, ich finde das Puder gar nicht mal so verkehrt. Das ist zwar putrig, klar, aber das kann man ja mit einem Fixierungsspray wiederholen. Es klebt jetzt auch nichts mehr so arg. Also es ist ein leichtes, sticky Gefühl, aber ganz, ganz leicht. Nicht, dass man das Gefühl hat, dass es so intensiv wäre. Jetzt müsste ich aber mal eine Kontur schaffen. Ich wollte ja das Blush ausprobieren. Ich probiere aber erstmal die Kontur aus von PS. Das ist auch von Primarkt. Ich glaube, ich hebe mir den Stick für ein anderes Mal nochmal auf. Das ist jetzt nicht gut. Ich probiere das hier aus. Und zwar gehe ich da jetzt in den Bronzerton rein. Glaube ich, habe ich auch von der Steffi diese P2 Schminke da. Ich habe ja leider keinen Primark, sonst wäre ich ja mal schon öfters da dran rein und zu gucken, was es dort alles gibt. Ich weiß, dass es sehr interessante gibt, sehr interessante Sachen gibt. Wie gesagt, ich bin nicht heute nur verplant, sondern auch noch todesmüde. Deswegen, ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich würde wahrscheinlich einschlafen, hätte ich mich heute Morgen geschminkt. Ich bin aber auch allerdings erst um 3 ins Bett. Vielleicht lag es da dran. Es fühlt sich an für mich wie Sonntag. Ganz, ganz übel. Und morgen ist erst Freitag. Der 31. 31. Ja, so. Okay. Ja, das Kit. Ja, was soll ich euch sagen? Ich weiß es nicht, als was ich mit dem Puder anfangen soll, mit diesem gelben. Ich finde nicht, dass es unbedingt schön für mich ist. Dieses Aschige können wir mal ausprobieren. Könnt ihr das erkennen? Das hat so weiße Punkte. Das hat bei mir zum Beispiel die China-Schminke gehabt in den Lidschatten. Da kam immer, wenn ich da dran rumgerubbelt habe, immer mehr Punkte zur Geltung. Hier so ein bisschen Schatten schaffen. Oh. Ich finde das sehr, sehr schwierig, wenn man Unreinheiten hat und dann Schatten schafft. Irgendwie schafft es der Schatten, sich so in die Pickel zu fressen. Keine Ahnung. Ja, eigentlich an sich ein tolles Produkt. Also das ist jetzt nicht schlecht. Finde ich cool. Muss mal gucken, was ich einfach noch in meine Sammlung habe, was ich aussortiert habe, weil zu viel mag ich auch nicht. Dann hat mich super interessiert Maybelline. Aber das tausche ich auch aus. Und zwar möchte ich so ein schlichtes von Avon nehmen. Das ist super schön. Mir gefällt das total gut. Und da ich ja sonst den Highlighter von dort nicht ausprobieren kann, habe ich gedacht, benutze ich von Avon das, was auch super zu meinen Nägeln passt. Ich bin richtig pastellig und der Nagellack ist so wunderschön, aber er ist nicht so gut getrocknet. Das nervt mich dann immer. Dann benutze ich den auch nicht. Ich teste den jetzt noch ein paar Mal und wenn da nichts für mich ist, dann kommt er weg. Ja, also man sieht ganz genau, wo ich pink und wo ich braun habe. Das mische ich jetzt einfach und trage mir das so auf hier. Das ist auch, ich kann es euch auch mal vorlesen, was es ist eigentlich. Das ist Peach Contour. Ja gut, das eine könnte man als Bronzer nehmen und das andere. Und das andere. Behinderte nennt man das. Und das andere könnte man als Bronzer nehmen und das andere halt eben als Rouge. Ganz einfach. Es ist schön. Es ist halt nur ein bisschen Platzverschwendung, finde ich immer, bei so einem Produkten. Es ist relativ. Ja, okay. Mir sind die Packungen ja am allerliebsten, die 10 Kilo Highlighter beinhalten. Das werden wir auch gleich mal draufballern. Draufballern, ey. Ja, verabschiedet euch mal. Ich gucke jetzt mal, dass ich meinen Pinsel sauber bekomme. Ach Gott, ich habe zwei verschiedene Lippenprodukte.
Wir testen beide, wenn es geht. Hier ist so ein Overspray. Ist manchmal gleich kaputt, weil das ist ja nicht das eigentliche Produkt. Oh, wenn ihr das sehen könntet, wie es hier rumfliegt. Oho. Milchbärtchen. Ein bisschen. Bitch. Ich hatte so viel Rafas Plastik Live geschaut. Ich feiere diese Frau einfach. Ich finde, sie ist so genial. Wirklich genial. Also ich weiß nicht, was ich von diesem Produkt halten soll, um ehrlich zu sein. Der Glow ist ganz in Ordnung. Ich finde nur, der ist so relativ bröselig. Weil sich einfach das Produkt, wenn ich das natürlich mit dem Finger aufnehme, ist das viel intensiver. Ich glaube, den Highlighter sortiere ich auch aus. A, mag ich die Verpackung nicht und B, haut mich der Highlight jetzt nicht um. Der ist so bröselig, schade. Aber der kommt auch weg. Ich hoffe, ich weiß noch, was die Dinge wegkommen und was nicht. Jetzt trage ich mir mal eben schnell den Avon Lippenstift auf, weil ich einfach trockene Lippen habe und gerne den Avon. Den Yves Rocher Lippenstift in der Farbnuance Rouge Creme Hydrant. Hydrat. 71 Bois de Rose. Rouge. Sehr geschmeidig. Nicht zu cremig. Ich liebe so eine Textur. Das ist eine Gel-Textur, könnte man sagen. Lässt sich super auftragen und die Farbe erinnert mich an Oma. Leider, manchmal wirkt das irgendwie so omahaft. Ich hoffe, ich bin heute nicht zu negativ, weil ich halt eben mit dem falschen Fuß aufgestanden bin. Viel zu wenig Schlaf gehabt hatte für meine Verhältnisse, obwohl ich heute bis um 9 geschlafen habe, was schon viel ist. Normalerweise bin ich eher die Tante, die Donnerstag die mittwochs verschläft, wenn die Tochter in die Schule muss. Bin nämlich 7:45 erst aufgestanden. Da fing schon mein Tag komisch an. Weil ich ja nicht wie gewohnt Kaffee in Ruhe, sondern alles so hektisch. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie morgens noch vor lauter Hektik kotzen zu müssen. Ja. Aber es ist alles gut gegangen. Sie ist in die Schule gekommen. Und Punkt. Ja, der Highlighter haut mich echt nicht um. Schaut mal. Seht ihr, dass er so krümelig ist? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Der Lippenstift ist in Ordnung, würde ich tatsächlich noch tragen, obwohl er eben mich an Oma erinnert. Das ist jetzt nicht so das Schlimme. Genau, wir fangen an mit dem Augen-Make-up. Denn diese Palette reizt mich sehr. Wenn ich dann mal fertig bin, um umzufallen. So sieht die Palette aus. So, fangen wir an mit dem Palettchen. Ich finde das eine tolle, tolle, tolle neutrale Palette. Ich würde sogar fast die Smashbox aussortieren. Die gefällt mir nämlich nicht in groß. Ich fange hier mit dem mittelbraunen Ton an und fange das einfach an, in die Crease zu geben, ganz zart. Ich finde es einfach, ich feiere es einfach, so eine dünnen, flachen Paletten, wo man einfach sich nicht viele Gedanken drum machen muss. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man nur 7 Farben zur Verfügung hat. Wenn man nicht viel Zeit hat, zack, zack, Lidfalte, dann Außenteil, bisschen Lidschatten auf. Mama, ich hab ein Löffel. Oh ja, hast du ausgepackt. Ja. Du sollst mich nicht essen. Doch. Bitte nicht. Ich muss doch das Video fertig machen. Ey, nicht meinen Hals essen. Sonst esse ich dein Ohr. Dann esse ich dein. Pass auf, Schatzi, du machst sonst mein Palettchen kaputt. Dann gehe ich doch hier in den dunklen. Das ist so ein, ich würde es schwarz mit goldenen Partikeln sagen. Wirklich eine tolle Farbe. Oh, du, was machst du jetzt? Ist so. So, ne Mann. Ich vertiefe einfach nur meine Lidfalte.
Darf aber nicht zu arg sein. Ich habe gestern gesehen, dass Schimmer mir nicht so gut in der Lidfalte einfach steht. Ich denke, dass das so okay ist. Ich rate aber trotzdem denjenigen, die Schluppis haben, nicht unbedingt Schimmer aufzutragen. Man kann einfach alles machen, ja. Der Lippenstift setzt sich super an die Zähne. Finde ich richtig heiß. Aber, ja, meine Tochter, Mutter, du hast ein bisschen Zähne am Lippenstift. So in etwa, vielen Dank. Ich finde es wichtig, dass man sowas auch in der Öffentlichkeit sagen kann. Gerade wenn man jemanden sieht, der hat Klopapier am Fuß oder sowas, ne? So, dann trage ich mir mal den hier in der, den hellen im Innenwinkel auf. Wobei ich eigentlich ja auch nichts machen könnte im Innenwinkel, aber ich habe doch gerne was im Innenwinkel. Und normalerweise kann man auch da gut den Highlighter benutzen. Ihr seht, ein bisschen gehighlightet. Es ist ein matter, cremefarbener Ton, jetzt kein pures Weiß, aber Creme geht auch. Und das ziehe ich mir jetzt hier so lang und säuber sozusagen hier. Da habe ich immer Probleme, wenn ich da zu viel auftrage, dann drückt das auch so. Wirklich tolle Brauntöne, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt ist da nur ein heller schimmernder Ton und 5 Golden Rings werde ich benutzen. Das ist wirklich eine schöne Palette. Wirklich, gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allen Dingen natürlich, weil das auch Too Faced ist, ist ja klar. Aber ich feiere die Qualität einfach. Ich finde, die schönsten natürlichen Paletten hat halt auch Too Faced. Ich finde, meine Smashbox habe ich einmal benutzt und nie wieder. Und die Chocolate Bar, da weiß ich ganz genau, worauf ich mich verlassen kann. Wirklich ganz, ganz toller Ton. Ich mag es eigentlich mit den Fingern nicht. Ja. Tolle Palette, würde ich sagen. Ich hätte vielleicht einfach den matten schwarzen, also den dunklen braunen, die Lidfalte setzen sollen. Den hier und nicht den hier, aber ich wollte es einfach genau wissen. Und den goldenen, schimmernden kann ich mir auch unter die Augenbrauen packen. Manchmal mache ich das gerne, aber eher so, ja, bevorzuge ich da überhaupt nichts in letzter Zeit. Und dann können wir einfach einen Puscheligen, den wir vorher benutzt haben, einfach nochmal in das Creme. Karamellbraun da und einfach über alles drüber. Ach ja, das ist eine tolle, tolle To-Go-Palette. Wirklich, kann man auch gut ins Kosmetiktäschchen packen. Aber das finde ich total süß und vielen, vielen Dank, Sandra, dafür, dass du mir sogar eine Too-Faced-Palette eingepackt hast. Ich feiere es sehr. Ja, ein bisschen Screenshotties. Wir sind fertig. Ich mache gar nichts mehr. Bis auf, dass ich vielleicht noch gucke. Oh nein, mein Freund kommt. Alarm. Ich dachte nämlich mit seinen Kollegen, weil er gerade einem hilft, der sich von seiner Freundin getrennt hat und... Oh, das ist, es tut mir echt wahnsinnig leid, sowas, weil ich finde das sowas unnötig. Ah, sowas nimmt einem einfach mit und ich dachte, die ganze Bagage kommt jetzt daher und ich mache YouTube. Genau, was mich auch nicht bisher stört. Diesen Lippenstift, ja, ist in Ordnung, ich glaube aber, der geht weiter. Ich denke nicht, dass ich zu ihm greife, obwohl es echt eine schöne Textur ist. Aber er setzt sich ständig an meinen Lippen, an meinen Zähnen ab. Ich habe mehr Lippe, Stift an den Zähnen, als Zähne an sich. Ich teste den hier. Auch da tue ich mal den Applikator abstreifen, weil da so viel Produkt da unten drin ist. Ich weiß es nicht, war das ein Lip Tint oder was war das nochmal? Tint und
Das sieht ein bisschen eklig aus. Ich lese noch gleich durch, was er machen soll. Es ist die 03 Pink Happiness und super leichter Lip Tint, der ein frisches und komfortables Tragegefühl hinterlässt. Färbt die Haut. Für langanhaltende lipgetönte Lippen. Das sieht ein bisschen kacke aus. Ich hoffe, wenn ich es jetzt abnehme, seht ihr das? Komisch, gell? Also, ich weiß nicht. Nee. Für Deivel, echt. Sowas ärgert mich dann. Ich kann so Produkte verkaufen. Wen soll ich denn so küssen? Oder wer soll mich dann so küssen? Ich habe orangene Lippen. Warum? Er hat doch pink aufgetragen oder lachsfarben. Sowas habe ich nicht. Also die Farbe war ja ganz eindeutig eine andere, als die ich auf den Lippen habe. Wir testen den roten aus. Wir können dann ja auch auf die Kacke hauen. Das ist ein matter Lipstick von Douglas. So sieht er aus. Ich finde, so kleine Teile gebe ich selten weiter, weil ich finde einfach, die kann man gut aufbrauchen. Da ist ein Gramm drin oder sowas. Ja, rot steht mir eigentlich auch ganz gut. Finde ich sogar besser als so Korall. Ja, dann würde ich mir einen Lidstrich drauf ballern. Lidstrich drauf ballern und zwar einfach ein. Dazu benutze ich. Und Smashbox habe ich hier was Kleines gesehen. Also dieses Teil werde ich nicht mehr benutzen. Ich finde das sehr eklig, um ehrlich zu sein, wenn das so auseinander geht. Hier sind ein paar Farben, die mich echt interessieren würden von Douglas. Ich finde sie sehr interessant. Hier steht sogar drauf. Hä, wieso ist denn... Achso. Okay, jetzt habe ich es begriffen. Und das hier von der Deko. Ich glaube, das ist so ein mattes Ding hier. Das werde ich auch sauber machen. Und dann gebe ich das mal drüber. Ich glaube, das ist so ein Collarschutz. Das werde ich als Lippenbalsam aufbrauchen und gut ist. Weil ich fand das einfach letztes Mal nicht schlecht, als ich es benutzt habe. Habe ich auch gereinigt gehabt und ja. Oder soll ich einfach nur meine Wimper duschen? Weil ich finde es eigentlich viel, viel schöner, wenn man so einen kleinen Lidstrich hat. Und ich habe hier ein Duo von Smashbox gesehen, was wir integrieren können. Da ist es. Ich guck mal, wie dunkel die Farbe ist, weil ich finde es eigentlich ein wunderschön. Nee. Wir nehmen noch mal die Too Faced Palette. Die Too Faced Palette. Und gehen wir zum Lidstrich. Augenbrauenstift in das Dunkelbraun. Und tragen uns das einfach hier so auf. Finde ich einfach persönlich viel, viel schöner. Ja, irgendwie... Habe ich so viele Lippen, ne? Nikosia. Wie findest du Mamas Lippenstift? Toll. Toll? Ja.
Wirklich? Ja. Ist rot schön? Ja. Ich liebe dich auch. Loch auch. Auch noch? Ich liebe dich auch noch. Vergiss das bloß nicht, mein Sohn. So, ein bisschen am unteren Wimpernkranz, sondern das ganze Fallout, was jetzt durch das gebröckelt ist. Oh mein Gott, wo gehst du hin? Es ist zur Schule. Oh, bitte verlass mich nicht. Bitte geh nicht in die Schule, ist noch zu früh. Doch. Wimperntusche, ganz einfach. Also, was soll ich euch sagen? Ich mach mal kurz Wimpern und dann reden wir weiter. So, meine Lieben, mein Look ist fertig. Ich finde ihn sehr sommerlich. Ich würde ihn tatsächlich so tragen, bis... Also mir gefallen ein paar Produkte tatsächlich nicht. Zum einen der Liquid Lipstick oder dieses Lip Tint Geschichte, dann der Augenbrauenstift, der Highlighter, den finde ich sehr komisch. Und ansonsten gefällt mir tatsächlich bisher alles. Das Puder könnte ich auch noch verzichten, weil es sehr trockene Haut macht. Also es mattiert wirklich sehr gut. Tschüss. Und wir könnten das Ganze ja mal einfach ansprühen, um zu gucken, wie sich das dann verhält. War natürlich nicht klug, erste Wimper zu tuschen. Der Lippenstift ist auch ganz interessant. Ist nämlich so ein orangiges Rot. Mag ich sehr, sehr gerne. Man muss halt immer aufpassen. Dann die Augen finde ich sehr, sehr schön natürlich. Also wirklich in einer Lidschattenpalette. Die Augenbrauen gefallen mir halt gar nicht, weil ich eher so ein Straßenköterbraun habe und das eher so ein aschiges Holzkohlenfarben ist. So, ihr Lieben, wie gesagt, also es sind ein paar Sachen, die mich so ein bisschen stören. Es sind, der Rest vom Fest kann man benutzen. Stört mich nicht, sieht toll aus. Ich werde natürlich die Sachen immer wieder mal benutzen und dann fliegt halt was raus, wenn es dann wieder nicht funktioniert oder wenn ich merke, nee, die Farbe passt mir gar nicht, so wie jetzt das Augenbrauenprodukt. Das wusste ich eigentlich schon von vornherein. Da habe ich gedacht, gut, geht einfach weiter, wandert einfach weiter. Vielleicht kann es jemand einfach gut gebrauchen zu dunkelbraunen Haaren. Denke ich, es ist ganz nett. Genau. Und ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ah ja, genau. Ich habe das da noch benutzt. Das fand ich ganz, ganz angenehm, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt echt schönes Fluid, sag ich mal. Und ja, ich wäre to go für den Sommer. Das wäre jetzt ein Sommerlook mit fast nur Trash. Toll, ich mag so Pakete. Und auch unsauberer Lidstrich, das finde ich eigentlich am schönsten, wenn was etwas ungemacht gemacht aussieht. Nee, warte mal. Gemacht, ungemacht aussieht. Also wenn man das nicht das Gefühl hat, ah ja, die Alte hat jetzt da 3 Stunden verbracht, sondern die hat fast nichts gemacht und sieht toll aus. So, jetzt zeige ich euch schnell nochmal ein paar Flop-Produkte, denke ich mal. Nee, das reicht uns von der Zeit her nicht. Gibt ein extra Video. Ich sehe, ich habe nur noch eine Minute Zeit. Dann machen wir das so. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Da wird es einen Flop geben. Und da zeige ich euch meine aktuellen Flop-Produkte. Bis Danny. Ciao.